Weiter geht's in Lego Indiana Jones Temple of Doom. Kapitel 2, Pankot Geheimnisse. Wir haben es überlebt. Ach, wo sind wir jetzt? Was ich hoffe, du hast alles verstanden. Genau. Was ich mich frage ist, wieso... wie sind seine Haare überhaupt an seinem Kopf gebunden? Ja. Das macht in Lego-Form keinen Sinn. Und hier haben wir Willy in ihrem Abendoutfit. Und du hast Shorty. Und eine goldene Truhe. Was? Wie hast du das denn gemacht? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Elefanten spielen gerne im Schlamm. Wir haben Fahrten 3, das kannst du mit B Gegenstände aufsammeln. Oh, da ist eine Schaufel. Oh, ja, dann nimm die mal mit. Und hier sind überall Spinnen. Oh, ja, die kann man Spinne, zertreten. Spinne, Spinne, Spinne. Wir springen ja mal dran. Oder auch nicht. Oh, im Schlamm stirbt man instant. Ja. Na, wo bin ich? Hä? Nein, er rennt weg! Tja. Dann musst du da herkommen. Hier bleiben. Hey, du schubst mich! Du schubst mich in den Abgrund! Hä? Okay. Wunderbar. Okay. Funktionierendes Videospiel, meine Damen und Herren. Ich glaube, da kommt man vielleicht mit ihr dran. Ich muss jetzt sowieso zu ihr wechseln. Ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Komm ja, mal her. Auf der anderen Seite. Oh. Ah, warte, warte mal, warte mal. Ja, guck. Jetzt kommt sie rüber, jetzt kann ich sie spielen und jetzt. Boing. Können wir ein bisschen rumschreien und dann schaffen wir alles. Geh weg, geh weg. Nein, du musst in meine Richtung kommen, sonst komme ich da nicht lang. Oh Gott, Indy, nein, Indy! Nicht der blaue Stein. Der blaue Stein! Naja, was soll's. Ich habe hier eine Kiste. Und ich weiß nicht, wie ich die rüberbringe. Irgendwie müssen wir hier die Schlangen wegbekommen. Kannst du nicht an dem Ding da ziehen? Ah! Take it like a man, Shorty. Schubst mal in die rein, das wäre lustig. Das haben wir alle gedacht. Bei Indy ist gestorben. Lol. Hier ist was zum Aufbauen. Ein Raft. Aber ich glaube, das wollen wir noch nicht machen. Oha. Ja, hat einfach ein Kind geschlagen. Du kannst doch keine Kinder schlagen, Indy. Das geht doch nicht. Hey, komm mal hier. Wir müssen hier rüber. Komm her. Hol dir mal den Elefant. Hol dir den Elefant. Hol dir mit dem anderen Knopf. Mit dem anderen Knopf. Danke. Nimm den Deckel. Nimm den Deckel. Hä? Was hab ich getan? Ich hab keine Ahnung. Hier muss es irgendwo wieder einen Knopf geben, wahrscheinlich. Weil wie sollen wir da sonst durchkommen? Oder? Ja, nicht so weit weggehen. Nicht so weit weggehen, das sterbe ich wieder. Ich schaue mich gerade um, ob man da irgendwas machen kann. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Weil das Boot da im Wasser, das kommt ja nicht hierher, also. Wieso kann ich jetzt den Elefanten schlagen? Vielleicht kann man hier irgendwas ausgraben, was uns hilft oder so, keine Ahnung. Hä? Ein
Boah, guck dir mal einen hyperrealistischen Himmel an. Reden wir nicht hier mit dem Himmel. Lass uns mal versuchen, hier ranzugehen. Auch weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann geht die Story weiter. Ja? Glaube ich nicht. Ich muss hier doch irgendwas finden. Was hab ich getan? Ich habe außerdem gewechselt. Ah! Wo muss ich denn lang? Der steht mir im Weg! Keine gute Idee. Keine gute Idee. Komm schon rauf! Komm schon rauf! Komm schon rauf! Dann spring doch hoch! Geht das? Kannst du da hochspringen? Nein? Wo bin ich? Warum bin ich hier hinten? Okay. Wieso können die Ach, die Elefanten können ja auch. Oh. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Fortschritte machen. Glaube ich auch nicht. Ja, dann müssen wir vielleicht erstmal anders lang. Und hast du deinem Elefanten schon einen Namen gegeben? Ach, schau mal! Oh. Wow. Wir sind nicht schlau. Ja, und damit können wir dann darüber Namen geben. Was soll ich denn dafür für einen Namen geben? Hast du keine schon Namen? Ich nenne ihn Benjamin. Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. Das ist eine Indie-Platte. Woo! F. Ja, die brauchen wir sowieso nicht. Tschüss. Das hab ich aber schon gesagt. Ich glaube, die haben es im Film gemacht, einfach so ein Wasser zurücklassen. Das wäre schon funny gewesen im Film. Jetzt haben wir nicht so wenig Geld. Ich meine, ja, wir sind oft gestorben, aber nicht so oft. Okay, sie hat anscheinend Angst vor Spinnen. Ich nehme eine Banane mit. Geht das nicht? Ess doch. Will nicht. Achso, warte, ich kann uns hier eine Abkürzung schaffen. Oder zumindest mir. Wenn ich hier hochgehe und dann zack. Dann habe ich hier eine Schaufel. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, die Level sind... Was? Ich habe den Schlüssel dafür. Achso, du musst hier rüber. Ja, oder gib mir den Schlüssel, wenn das geht. Kannst du mir den geben? Kann ich mir den klauen? Irgendwie nicht, oder? Nee, vielleicht muss ich... Gib her! Gib her! Bonk! Ich kann die Kinder schlagen. Ich schlage so viele Kinder, wie ich will! Hä? Ja, oder so. Lol. Warte. Komme. Ha. Hä? Was so? Ich bin nur drauf. Aber was ich sagen wollte, ich habe das Gefühl, das Level-Design ist komplett anders hier im... den Level des zweiten Filmes im Vergleich zum ersten. Sieht doch ein bisschen weniger Open World aus. Das ist einfach so ein gerader Weg. Es fühlt sich an, als hätte jemand anderes hier dran gearbeitet. Und schau mal. Hast du noch die Banane? Nee, ich hatte keine. Ich konnte die nicht mehr nehmen. Ich wusste nicht, wie ich die mitnehme. Ja, mit der Peitsche. Ha, ich hab's doch versucht. Warte, ich versuch's nochmal. Boah. Guck. Okay, geht anscheinend nur in Lego in die 2. Ja, dann versuch's mal mit dem Elefanten. Habe ich auch versucht, aber es hat nicht funktioniert, schau. Denkt ich nur so, nee, nee. Es funktioniert irgendwie nicht. Irgendwas machen wir falsch. Aha, was machen wir falsch? Hm. Hä? Ach, jetzt geht's. Ich muss hier ganz am Rand stehen, dann geht's erst. Okay, das ist irgendwie, das finde ich irgendwie dumm. Aber jetzt habe ich die Banane. Aufgepasst, ich habe hier die Banana Gun. Seid gefasst von meinem Zorn. Hä? Hey, Banane. Nimm doch mit. Oh. Oh. Sie fällt einfach. Ah. Wo ist Indy?
Indy? Man hat ihn nie wieder gesehen. Hier schau, ich muss hier ganz an den Rand stehen. Ja, genau, ja. Warte, geh mal weg. Nein, warte. Jetzt. Ja. Okay, nice. Aber wie der sich auch umdreht, ne? Aua! Oh, das Gold! An meinem Stirn! Oh. Komm, nimm es! Ja, hab's. Jetzt können wir hier durch, jetzt können wir hier lang. Doch keine Lust. Ah, okay, komm. Spinn darf ich jetzt nur nicht beißen. Oh. Aua. Böse Spinni. Ah, Schlange! Die hat natürlich Angst. Das ist einfach so der Giga-Chat, der kann alles kaputt schlagen. Der Giga-Chat. Okay, da können wir nicht lang wegen den Schlangen, aber hier kann ich lang. Hui! Brauchst du nur noch die Schaufel. Ja, die hast du. Die Schaufel? Ne, hab ich nicht mehr. Da hinten kannst du mal noch eine holen. Hä? Wo bist du? Tot. Cool. Wo ist hier sie denn? Hier noch eine holen oder nicht? Wer wo denn? Hier, da. Okay. Du musst hier mal einige schneiden, ne? Ja. Ich finde das Level irgendwie nicht so cool wie die anderen. Kann ich verstehen. Es ist halt sehr viel hin und her. Und ich fühle mich hier ein bisschen klaustrophobisch. Klaus. Das war alles nur für... Okay. Naja, geil. Dann haben wir's. Also ich kann hier schon durch, aber ich muss halt aufpassen, dass ich hier... Spinne! Ich kann das ist einfach aus Harry Potter. Ja, ist sie das? Ja, in Harry Potter gab es auch so riesige Spinnen. Glaubst du, da rechts ist noch was? Ich glaube, das ist nur Geld. Ja. Was heißt hier nur Geld? Da komme ich nicht durch. Unmöglich. Oh, glaube ich schon beim Tempel von Funkort. Oh. Ja. Sieht so aus, ja. Sieht aber auch so aus wie eine alte Ritterburg. Aua! Aua! Die Spinnen. Die stehen uns im Weg. Oh. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass in Indiana Jones, glaube ich, bisher niemand Angst vor Spinnen hat, obwohl es eigentlich die häufigste Angst ist? Hä? Ich dachte, hier Willy hat Angst vor Spinnen, oder nicht? Ja gut, der hat Angst vor allem. Ja, okay, das stimmt aber auch wieder. Na, guck mal, er ist schlau genug. Ja, ich meine, Indy hat Angst vor Schlangen, sein Vater hatte Angst vor Ratten, also... Ja. Hier geht's irgendwo lang. Ich hab grad irgendeine Animation gemacht. Ich glaube, da sollten wir nicht hin. Was ist das Schwarze da überhaupt? Ist das Wasser oder? Nee, da wurde die Welt nicht gebaut. Wir haben das Ende der Welt gefunden. Oh mein Gott. Ich glaube, wir können einfach rein. Die Farlands. Hallo. Oh, wer stört uns denn da? Eigentlich ging die Szene viel, viel länger mit ganz vielen, in Anführungsstrichen, Insektendelikatessen. Also ich fand's immer eklig und musste manchmal weggucken, aber... Der Film hatte deswegen, glaube ich, auch einige Rassismusvorwürfe, weil... Oh. Ja, die sind in Indien und essen schon direkt Affenhirne. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt toll. Ich glaube, danach kam aber noch eine Szene, wo sich halt Willy und Indy sich etwas gemütlich miteinander machen. Aber das kam irgendwie gar nicht vor. Die machen hier direkt die Szene, wo die bekämpft werden. Ja.
Und ich meine, der eine, der Junge, der war, das war Todd, ne? Ja, der wurde ja aufgehängt dort am Ventilator. Was? Also nicht. Welchen meinst du da? Der, den den angegriffen hat, oder? Achso, nee, ich meinte eigentlich den Jungen, den Kleinen. Achso. Der hatte doch damit nichts zu tun hier. Der war nur kurz da, hat gegessen und ja, ist noch zur nächsten Szene gesprungen. Aber ich meinte sein Name. Hieß er nicht Todd? Oder hieß er anders? Nein. Nee, okay, dann habe ich das verwechselt. Der wurde, glaube ich, immer nur der Maharaja genannt. Oh, das ist für mich hier. Warte, das ist für mich hier. Oh, cool. Oh nein! Okay, du hast damit noch ein paar alarmiert. Wer hätte nun denken können, wenn man ein lautes Geräusch macht, kommen Gegner? Wie soll ich denn darauf kommen? Okay, lass uns mal noch ein bisschen umschauen. Irgendwo. Oh, da oben ist wieder so ein Ding. So ein Briefkasten. Du hast einen Schlüssel. Briefkasten ist das. Ja. Geht das? Ja, jetzt geht es. Dreh mal an dem Schalter. Das sah lustig aus. Aber bevor wir da jetzt lang gehen, weil ich glaube, das ist Transition. Was ist das da überhaupt für ein Bild, was da hängt? Hä, was? Wunderschön. Ja, das ist echt Qualität. Kunst. Das ist Kunst, ja. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal. Das ist auf jeden Fall für Indie. Das sind Indie-Platten. Also irgendwie muss da Indie hochkommen. Ich frag mich nur, wie? Vielleicht muss man mit dem Fass das irgendwie so hinstellen, dass er rüberspringen kann. Warte. Hä? Meinst du? Sie kann da bestimmt hochspringen. Ja. Da ist auch noch ein blaues Dutt. An den ich nicht drankomme? Ich glaube, das ist ein Spiegel. Wir sehen das hier in der Reflexion. Warte mal. Kommen wir hier nicht raus? Nö. Nee. Oh, der hyperrealistische Himmel, guck dir die Wolken an. Auf ihn zu erwähnen! Nee, ich glaube, das ist für später. Irgendwie kann Indien noch nicht hoch. Ich wüsste zumindest nicht wie. Oh nee, ist keine Fische mehr. Gold! Alles kaputt machen! Wie hieß denn der kleine Junge eigentlich? Ja, der Maharaja. Achso, du hast immer gemeint, der hat keinen Namen. Also nicht, dass ich wüsste. Ich weiß gleich, warum ich dazu auch sagen, das ist so der Film, den ich am wenigsten geschaut habe von allen Teilen. Ja, ich muss aber auch sagen, ich fand den ersten Film auch besser als den hier. Das ist halt ein düsterer Film, da muss man in der richtigen Stimmung sein. Ja, da war echt düster. Spielberg und George Lucas sind halt während dem Dreh durch eine harte Scheidung gegangen, oder ich glaube kurz davor, und das spiegelt sich im Film wieder. Ja. Ich bin bei der Shorty. Geh mir ab! Schwindet! Oh nein! Bam, bam! Ich hab ein Säbel. Bam! Mal ist was kaputt, werden wahre Abenteurer. Aber das finde ich cool, dass man so einfach hier wahre Abenteurer wird, weil ich weiß, ja, dass es in anderen Lego-Spielen schwerer ist. In Lego Indie 2 ist es manchmal fast unmöglich. Also da musst du wirklich jeden Star einsammeln. Da habe ich es oft einfach nicht geschafft, obwohl ich da stundenlang gesammelt habe. Und hier ist es relativ chillig eigentlich. Machst es halt nebenbei. Und das finde ich cool. Oh, Leute! Es wäre, wenn sich die Münzen so von selber einsammeln. Ich glaube, da gibt es sogar so einen Cheatcode, dass du so Magneten hast. Ja, aber ich glaube, bei neuen Spielen ist es sogar oft von selber so. Oh. Okay. War das nicht auch so in Lego City Undercover, oder ich mich da gerade? Oh, Lego City Undercover habe ich nie gespielt, auch wenn es ein gutes Spiel sein soll. Also, wir reden jetzt nicht von der 3D-Version. Kann man das eigentlich auch zu zweit spielen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ja, Lego City Undercover ist auch einfach nur wirklich 1:1 GTA. Ja, das stimmt, aber schau mal das Bild hier. Das ist nicht lustig. Welches? Hier. Ich finde das lustig, dass das alles so Lego-Figuren hast in den Bildern. Warte, was ist das hier an der Wand? Sind das echte Menschen? Nee, das sind nur Lego-Figuren, keine Sorge. Ach so, na dann. Ja, ich kann den Turm hier zerstören. Oh. Ups. Oh, sorry, guck mal.
Was haben die da gemacht? Wo sind wir hier eigentlich? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist einfach nur deren Raum plus expandiert. Hm. Also etwas größer als vorher. Ja. Hä? Was hab ich gemacht? Dalum, dalum. Dafür brauchen wir mal ein Buch. Bestimmt hier, oder? Willis Stimme kann Glas zum Zerspringen bringen. Achso, du bist es schon. Da ist ein Buch. Ah, gut gemacht. Herr, warte mal, dann können wir doch so auch an das Glas kaputt machen. Einfach mit Willi. Welches Glas denn? In der Akademie. Das ist doch so ein Glas, das man kaputt machen kann. Stimmt. Ne, das hatten wir schon kaputt gemacht, glaube ich. Na, wäre auch mal. Gucken wir nochmal nach. Auf jeden Fall, boah, hier ist ein Bett. Das war ein Bett. Das ist ein hübsches Bett. Ich bin nicht das Bett. Ich habe aber fast genug Money. Ist da oben was? Oh, ich komm da hoch. Da oben ist was. Das ist gar Money. Ja, okay. Das war's aber auch. Ne, da oben ist, glaube ich, noch was. Ich habe was Blaues kurz gesehen, oder war es nur... Ja, guck mal, hier ein Blaustein. Nice. Warte mal, bevor wir jetzt hier rausgehen. Genau, hier ist noch was. Oh, cool. Hier kriegt man aber auch schneller. Hier ist noch was. Yay, yeah, Blaustein. Jetzt werden wir zu einem wahren Abenteurer. Yeah. Du hast das Buch. Dann mach du mal Summon Says. Ding, 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 ding. Hä? Normal. Das ist nochmal gedrückt. Wunderbar. Rein da! Und rein da. Oh, keine Cutscene, es geht direkt weiter. Aber guck dir mal die Tür an. Warum ist das keine Lego-Tür? Die sieht so hyperrealistisch aus. Und warum steht Indy einfach nur im Weg? Das verstehe ich nicht ganz. Oh nein, das sind Skelette! Nein, mein Säbel! Oh, da oben ist wieder so ein Bild. Und das können wir schieben. Weiß aber nicht wohin. Achso, warte, da oben muss Indy hin. Achso, warte. Ich habe eine Idee. Ich glaube. Ja, genau, weil der Stuhl auch respawnt, dann kann ich hier hoch. Und das kann nur ich machen. Oh, warte, kannst du das kriegen? Du kannst doch bestimmt hoch genug springen. Nice! Schon die Hälfte, krass. Nice, nice. Oh. Och, das how convenient. Ah, die Statue, ja. An die kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Also da geht's auf jeden Fall weiter, warte. Ich will nur kurz sicher gehen, dass wir... guck, hier ist noch was. Oh, geil, nichts. Episch. Okay, ich will Shorty spielen. Bam. Okay, die Szene. Aber ich finde das auch cool jetzt hier. Im zweiten Film hast du viel mehr Charakter, mit denen du spielen kannst. Im ersten Mal gab es kaum einen. Dann hier sind ja meistens zu dritt eigentlich fast den ganzen Film durch. Ja. Ich stelle gerade keine Stelle ein, wo die nur zu zweit sind. Kann das sein? Das kriegst du hin, oder? Stimmt. Na, Alter, 6 von 10. Hatten wir schon mal so viele in einem Level? Nö, ich glaube bisher noch nicht. Kann das sein? Ich glaube auch nicht. Boah, großes Areal hier. Ich glaube zu sagen, dass wir jetzt viele verschiedene übertreib halt komplett. Die sind so einfach. Oh. Ja, so viel dazu. 7 von 10, Leute. Krass. Das finde ich echt krass. Hör auf rumzuschreien. Aua. Das hat wehgetan, you know? 7 von 10. Warte mal. Ich muss hier mit Indiana Jones rüber. Und hier das gleiche. Auto erstmal. Nein! Ah, da kann aber Shorty durch. Wo ist Shorty? Da ist Shorty. Shorty, komm her! Brauchen dich!
Der ist wahrscheinlich bisher mein Lieblingscharakter von denen, die wir bisher gesehen haben. Ich weiß aber, dass im nächsten Film ein Charakter kommt, den du magst. Ja. Aber da kommen wir dann noch zu. Ja. Wenn es dann soweit ist. Warte mal, ich glaube. Nee, okay. Nee, wir müssen nach oben den ganzen Weg lang nochmal. Du musst eigentlich nur unten bleiben und die Kamera für mich machen. Und, sind wir jetzt eigentlich praktisch schon im Tempel des Todes, weil im Film waren die ja noch vor richtig lang in dieser Höhle dort, wo die Stacheln aus dem Boden kamen. Nee, wir sind jetzt. Nee, das ist noch die Höhle, denke ich. Oh! Komm mal her. Wo bist du? Hä? Was zum Teufel passiert hier? Was ist normal? Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ich auch nicht. Da bist du. Okay, warte, dann nicht abspringen. Okay. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Nächstes Mal ist das nächste Mal im Spiel. Ja, jetzt komm mal rein wieder. Warte, zieh mal da dran. Mit der Peitsche. Hier? Da links von dir. Ha! Vielleicht kann man da durch. Ich glaube, da geht's weiter. Ich würde erstmal das hier machen. Oder? Okay. Wo bist du denn? Bist du immer noch hier hinten? Komm mal her. Und jetzt? Warte, vielleicht muss links noch jemand drauf. Ah, okay, Moment. Warte, du musst herkommen. Oh Mann. Was macht die alle noch da oben? Piss dich. Mein Gott. So nervig. Okay, dann mach du mal. Na, vielleicht kommt da so eine Leiter oder so, oder eine Treppe. Ja, alles gut. Warte, was? Jetzt können alle hierher. Wahrscheinlich. Ja. Wo ist die andere? Hier ist sie. Jetzt kann sie da hoch. Ich hoffe, Indy schafft es irgendwie auch. Nee, warte, ich muss. Ja, warte, komm mal. Wir müssen alle drei da oben haben. Oh! Oh, gut gemacht, Indy. Ja, wunderbar. Warte, könnt ihr da überhaupt drüber? Warte, links war da was. Da war was. Wahrscheinlich kannst du da was bauen, oder? Nee? Nö. Ah, mit einer Fackel musst du da reingehen, dann. Oh. Ah, verdammt! Ich glaube, du musst mit einer Fackel da rein. Ja, aber die ist mir aber weggefallen. Okay. Ja, stimmt. Dann haben die Angst vor mir. Ja, du auch. Komm her, schnell. Warte auf mich. Bleiben immer zusammen. Wir halten zusammen. Nee, das ist ihr Spot. Halt respektiere ihre Meinung. Warte. Wo geht's lang? Acht von 10. Wow. Wir sind gar nicht hundertprozentig durch mit dem Level. Wie geil wäre das denn bitte? Das wäre echt geil. Ich glaube, eins hat uns ja gefehlt. Alter! Junge. Eins fehlt nur noch eins! Aber waren das nicht vorhin schon? Sind wir da nicht drüber? Nee, ich glaube, wir haben bisher alle. Meine ich zumindest behaupten. Oh oh, das ist der Raum! Die Decke fällt aneinander! Aber jetzt sind wir alle drei eingesperrt, was eigentlich nicht logisch ist. Kann sein, dass wir jetzt auf Zeit spielen. Ja, wir spielen auf Zeit, wir müssen uns beeilen. Ich baue schon mal. Ich hab noch nicht so schnell was im Lego gebaut. Lol, was passiert dann, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen? Werden wir dann die ganze Zeit gespawnt, gekriegt, oder? Nee. Ich glaub nicht. Schöne Textur. Und hier sind wir. Temple of Doom. Irgendwie sieht er nicht so bedrohlich aus. Ich nehme mal sein Sixpack Gun. Okay.
keine Sorge, das ist nur heiße Soße. Ja, das war das Pankott-Geheimnis. Du Willi-Abend. Das war's auch. Okay. Aber schaut es an, fast alle. Nur ein einziges hat dir gefehlt. Oh, was könnte das wohl sein? Ja, ein Elefant. Das ist ja eine Giraffe. Das ist eine Giraffe. Na gut. Beim nächsten Mal, wenn wir dann herausfinden, was uns so beim Temple of Doom so erwarten wird. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Aber es war auch wieder ein kürzeres Level, habe ich das Gefühl. Also, würde ich nicht sagen. Film 1 und Film 2 wurden von komplett anderen Menschen, glaube ich, gebaut, habe ich das Gefühl. Kann auch sein. Jetzt nutzen wir noch die Zeit, um einen Offizier zu kaufen. Vielleicht auch Leute vom zweiten Teil jetzt. Nö. Also vom Tempel. Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Wir wollen nichts spoilern hier. In den ersten Gefährten können wir uns noch holen. Da haben wir fast alle aus dem ersten Film, oder? Nur noch er. Ich glaube nur noch. Vielleicht finden uns noch ganz am Anfang welche. Hä, nee. Schau. Die sind gesperrt. Ah, okay. Also vom ersten Film haben wir fast alle. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.